Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie, mit einem neuen Pilzefilm. Von vielen heiß ersehnt und hier ist er. Ich wünsche viel Vergnügen mit diesem Film. Wir wollen mal gucken, was wir heute hier so finden. Ja, wir haben Anfang August sein noch erwähnt und Trüffelhund ist natürlich auch wieder dabei. Ja, wo ist er denn? Im Rucksack. Ja, Hirschhörnchen gibt es und wenn es Hirschhörnchen gibt, gibt es auch Pilze. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das Hirschhörnchen ist der Pilzindikator hier im Sauerland und bestimmt auch an anderen Orten. Ja, und wenn man dann hier so entlang geht, findet man schon Täublinge. Hier vorne auch ein Schwammpilz. Ich nehme an, dass es ein Rotfüßchen ist. Aber schon ziemlich zermampft. Auch hier ein angefressenes Exemplar. Na, ich hoffe nur nicht, dass mich so die Zecken zerbeißen, denn wir haben 25, 26 Grad Celsius, aber der Wald, der steht wirklich voller Pilze. Aber bei 26, 25 Grad würde ich in langen Jeans und dicken Schuhen kaputt gehen. Hier ein Täubling. Auch hier eine ältere Marone. Ja, und hier steht alles voller Haarschleierlinge, violette Haarschleierlinge. Die sind giftig. Ja, woran erkennt man den Haarschleierlinge? Die haben so unterm Kopf, seht ihr da? Wie so ein Haarschleier, so Fäden. Das ist einmal und zweitens, ich weiß nicht, ob die Kamera das aufnimmt, wenn ich so mache, nicht, aber so kann man sehen, da ist ein bisschen braune Sporenpulver ausgespurt. Das ist auch noch ein Merkmal des Haarschleierlings. Ja, überall Windpfifferlinge, kleine Pfifferlinge. Wenn man so mal hier rüber geht, hier alles voll, kleine Pfifferlinge. Ja Leute, muss ich euch mal was zeigen. Hier jede Menge Pfifferlinge. Das scheint ja richtig gut zu sein. Ich will mal sagen, die kommen mal ins Körbchen. Hier steht ein safrangelber Scheidenstreifling, wie gemalt. Unten kann man noch die Scheide erkennen, woraus gewachsen ist. Der geriefte Hutrand. Der geschuppte Stiel und die Farbe machen ihn charakteristisch. Richtig leckerer Pilz, ein hervorragender Speisepilz. Ich habe ihn jetzt mal mit Stumpf und Stiel herausgenommen. Dann kann man sich den mal ansehen. Ich weiß nicht, ob die Kamera das aufnimmt, der geriefte Hutrand. Und hier unten die Scheide. Auch auf die Gefahr hin, dass mich jetzt die Bremsen zerpflücken oder die Zecken zerfressen, gehe ich hier mal hoch. Wie gesagt, es ist warm, 25 Grad und ich laufe hier fast barfuß rum, nur in Sandalen. Ja, hier sind ganze Wiesen von Sauerklee. Übrigens sehr lecker Salatpflanze. Erinnert so irgendwie auch an Sauerampfer, der Geschmack. Ja, auch hier wieder Pfifferlinge. Oh, wie schön. Echte Stockschwämmchen. Ja, es riecht hier schwer nach Maggi und die Wildschweine, die waren jetzt kürzlich hier. Also das ist ganz frisch, das kann man sehen. Das rausgerupfte Gras, was hier rumliegt, ist immer noch grün.
Und von Weitem sieht man auch hier wieder einen Scheidenstreifling stehen. Ja, stromen mal hier durch den Berg. Ich sehe Scheidenstreiflinge, aber keine Schwammpilze, also keine Maronen oder sowas, wenigstens nicht hier. Oh, da wachsen Pfifferlinge wieder. Schöne große Exemplare. Da auch. Ja, ist doch was Feines. Also das mit den Pfifferlingen, da scheint ja dieses Jahr richtig gut zu laufen. Hier ist wieder ein Cluster großer Pfifferlinge. Ja, also in diesem Wald wächst nichts anderes als Pfifferlinge. Mir doch egal. Ja, die Ausbeute bis jetzt ist auch nicht schlecht. So, jetzt bin ich hier in einem höheren Wald, also in höheren Tannen. Aber auch hier das gleiche Bild. Kaum andere Pilze, aber Pfifferlinge, jede Menge. So, dass es nur Pfifferlinge gibt, die sammelbar sind, wird sich eben mein Korb mit Pfifferlingen füllen. Die sind aber noch zu klein hier, die bleiben stehen. Ja, wo es doch auch so große Exemplare gibt, da braucht man so Kleinkram nicht mitnehmen. Wohl. Ja, also hier kann man richtig ernten. Und schade, das fängt die Kamera nicht ein, aber der Boden ist voller gelber Punkte. Voller Pfifferlinge. Da hinten, da liegt so eine Flasche, da sind auch noch welche. Ja. So, das hier sind die letzten, die ich noch mitnehme. Dann habe ich genug. Da hinten steht alles voller Pfifferlinge. Glaubt es mir, Leute, es ist nicht zu glauben. Ja, wenn ich jetzt mal da hingehe, seht ihr, da hinten stehen. Oder da vorne, hier, da die gelben Punkte, da hinten. Es ist alles voller Pfifferlinge. Na gut, ist der Pfifferling eben der Pilz des Tages. Etwas anderes habe ich nicht gefunden. Zwei, drei Scheidenstreiflinge und einen halben Marönchen. So, Körbchen ist bald voll. Trüffelhund braucht auch nicht zu laufen heute, weil da hat er keine Kondition für gehabt bei dem Wetter. Naja, und ich sage viel Vergnügen mit dem Film. Tschüss, euer Charlie.